probierst, findest du das Spiel richtig cool. Meinst du jetzt das Bush-Spiel oder City Skylines? Wahrscheinlich beides. So, das. Na komm schon. Oh Mist, das ärgert mich jetzt. Das ärgert mich jetzt. Immerhin sind wir nicht bei Rot gefahren. Letztes Mal beim Unfall war es dann auch noch Rot. Mist! Sankt-Martin-Straße. So was ärgert mich immer. So, hereinspazierte Damen. Keiner will eine Fahrkarte. Ich glaube, die Route dürfen wir nochmal fahren. So, jetzt längerer Text von Cenix98. Ja, Livestream, das ist cool und es ist mir egal, was du spielst. Aber alles gut ist, wenn du es spielst. PS, so jetzt nicht so kommen, als ob. Ach so, nein, du willst nicht einschlagen. Alles okay. Nein, das habe ich schon verstanden, was du meinst. Nächster Halt: Sankt Martinstraße Süd. Dies ist der letzte Halt. Bitte vergewissern Sie sich, all Ihre Habseligkeiten mitzunehmen, wenn Sie aus dem Bus aussteigen. Vor allem bei mir kann man sich auch nicht einsteigen, also da alles okay. So, dann hier sind wir in der Kirche. Ich warte auf grün, grün, grün. Es werde endlich grün, grün. Kann man einen Grünsong machen? Obwohl, jetzt zu den Wahlen ist es vielleicht ein bisschen schlecht, ne? Dann, Bus-Simulator 16, magst du gern? Ja, das freut mich zu hören. Ich finde den auch ganz cool. Hauptsache etwas gegen Langeweile. Naja, es soll ja schon Spaß machen. Die Geschmäcker sind ja schon verschieden. Und, es soll ja schon Spaß machen. Aber letztens hatte ich auch eine Umfrage ja gemacht im Livestream, ob wir das Spiel öfter spielen wollen und es hieß ganz eindeutig ja. Also von daher habe ich das jetzt halt ein bisschen öfter gespielt. Oh Gott. Oh Gott, was ist hier für Verkehr? Hinter mir ist auch Stau. Der Fußgänger kommt jetzt nicht rüber, den blockieren wir. Das ist verboten, was wir tun natürlich. Ja gut, jetzt dürfen die erst fahren natürlich. Sehr gut, das haben wir geschafft. Sankt-Martin-Straße Süd. Zockergrill ist am Start, herzlich willkommen. Ja, du und dein Internet, da können wir auch einen Song machen. Statt den Holz-Song machen wir bei dir einen Internet-Song. Also ich weiß nicht, du hast immer Probleme mit deinem Internet, was ist da los? Ich habe keine Ahnung. Ja, aber Kerbal Space Melon Coaster spielen wir natürlich momentan noch nicht. Müssen wir mal gucken. Goofy ist am Start. Sehr schön. Herzlich willkommen. Und auch Mindcreep. Ja, auch du bist natürlich herzlich willkommen. Und ja, Zockergirl haben wir schon begrüßt. Sehr schön. Ja, läuft ja, läuft ja. Wir füllen uns hier ein wenig. Das hört sich falsch an, oder? Was ist denn hier los? Ich will das jetzt normal machen. Denn ich glaube, dass das nicht so gut ist, wenn wir das verdummbasseln. Wir gucken mal, wie teuer war denn der Bus? Können wir uns den schon leisten? Den Gelenkbus. Wir brauchen einen Gelenkbus. Wir müssen zum Händler. Wir benötigen einen Gelenkbus. Rampe ja, Gelenk nein. Hilft mir nichts. Aber der hat 62 Sitze. Ich will natürlich den haben. Das versteht sich ja von selbst. Ich glaube, wir müssen auch nur noch eine Fahrt machen und dann haben wir den 72 Busse Lenkbus. Alles andere macht, glaube ich, jetzt nicht so viel Sinn. Ne? Und der sieht schon cool aus, hinten schön lang. Also wir machen nochmal eine Fahrt. Wir machen nochmal dieselbe Fahrt, weil wir da so wenig Sterne... Obwohl, nee, es zählt. Es zählt. Höchstes Ansehen zählt. Okay. Wir können mal eine andere Route nehmen. Welche wollt ihr fahren? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Nein. Wir müssen mal gucken. Übersicht. 1 ist das. 2 ist das. Die sind wir gefahren. Die 3, wollen wir die lange Route, die 3 fahren oder wollen wir zum Kongress fahren? Die 3 oder 6? Ihr könnt entscheiden, die 6 geht hier hinten rum, die ist ziemlich lang. Das sind längere Routen. Die 3 führt hier quasi lang, oben lang, geht hier lang. Quasi die grünen Nummern sind 7 Haltestellen
Und die 6 sind deutlich mehr Haltestellen, glaube ich, oder? Naja, zumindest ein längerer Weg. 11 Haltestellen, ja. Ihr dürft entscheiden, ich trinke in der Zeit. Wie gesagt, ich bin auch gerade erst nach Hause gekommen, mehr oder weniger von Stream. Also von daher, ja, schauen wir mal. Bei mir ist das Spiel sehr langsam. Ja, ein Laptop ist das schwierig, das Spiel zu spielen. Das stimmt, Tobias. So, und der Gaming muss jetzt zum Lauftraining. Dann mal viel Spaß. Ist doch eine super Sache. Nicht so traurig sein. Ist doch eine coole Sache. Ja, laufen geht. Also wie gesagt, sagt mal 3 oder 6. Da richte ich nicht nach. So, ah, ich trinke lieber noch ein bisschen mehr. Da muss ich nicht in 2 Minuten wieder trinken. Ja, optimal. Schönes, frisches Wasser. Geht nichts darüber. Wie auch immer. Wie geht's euch, fragt verspielt. Verpixelt, Entschuldigung. Wie kann ich das nur falsch lesen? Ja, mir geht's super. Ich hoffe, dir auch. Und kommt auch gleich die 6. Die 3. Es ist quasi wie immer. Wir gucken mal, wer gewinnt. Jetzt hat nicht wir im Unentschieden. Da nehme ich den, der zuerst gesagt hat. Ja, wir gucken mal, wir gucken. Es geht jetzt weiter. Wir nehmen einfach die 6. Die dürfte gewonnen haben. Wir haben zwar 12 Zuschauer, aber wahrscheinlich jetzt nicht so viele gerade im Chat aktiv. Dann fahren wir die. Und sollte sich anders entschieden werden, fahren wir die andere halt auch nochmal. Auch nicht schlecht. Goofy fragt verpixelt, wie es dir geht, und er schreibt irgendwie verpixelt. Auch nicht schlecht. Menno schreibt mal anders. Soll das Menno heißen oder das ist irgendeine Jugendsprache? Ich weiß gar nicht. Nee, für schlechte Internet kannst du nichts, da gebe ich dir auch recht. Aber man muss auch nicht immer, ja, ist halt so, was willst du machen? Immer erwähnen bringt ja nichts. Nee, wir spielen mit Tastatur. In der Tat haben wir hier die glorreiche Tastatur am Start, lieber Mad M. Ich habe leider keinen Controller und Lenkrad schon leider gleich 5-mal nicht. Genau, Tobias ist da bestens informiert schon als Stammzuseher. Der hat da blitzschnell geantwortet. Danke dafür. Oh, hier will jemand rüber. Dann bitte der Herr. Wir wollen ihren Anzug ja nicht beschädigen. Läuft. So. Dann hier rum. Und hier anhalten. Die halt stellt sich ein bisschen gemein, ne? Einzelfahrt für Senioren. Aber sicher, der 1,40 macht's dann. Vielen Dank. Bitteschön. So, weiter geht's zur nächsten Station. Geh mal zu Mama und Papa und sag, dass dein Internet Schrott ist. Nächster Halt. Dass du ein besseres brauchst. Oh, jetzt geht das Telefon. Ich kann da aber jetzt nicht ran. Jetzt gehe ich da nicht ran. Da braucht ihr keine Sorgen haben. Ich weiß nicht mal, wo der Hörer liegt. Ich höre es nur im Hintergrund. Aber wir haben ja zum Glück auch einen Anrufbeantworter, wenn es dann wichtig ist. Warten hier. Telefon. Irgendwo ist hier der Hörer gerade. Ich habe ihn gerade nicht gesehen. Und natürlich hätte ihr so alles mitgehört. Das wollte er ja nicht. Eine Senioren. Ja, geht's denn noch größer, bitte?
Bitteschön. Ah ja, das Telefon, das ist echt super. Ich liebe Telefone. Du kannst doch mit der Maus steuern. Ah nee, ich glaube. Die Tür ist offen. Nächster Halt, Makara-Straße. Hä, will mich verarschen? Ja, kein Problem. Der bleibt da während der Fahrt stehen? Was war das denn bitte? Was war das denn? Nee, also wie gesagt, das, ja, mit Maus ist, glaube ich, noch schlimmer. Ich weiß gar nicht, Goofy, ich weiß gar nicht, was ich für das Spiel bezahlt habe, City Skylines. Ich kann es gar nicht mehr sagen. Ich habe es ja schon, damals gehabt, wie es ganz, ganz neu war. In der Vorbestellung habe ich es, glaube ich, so gekauft, wenn ich mich richtig entsinne. Ich weiß es aber auch nicht mehr 100%. Ich habe 8 GB Datenvolumen, erst 50 verbraucht. Ja, das läuft doch. Bei Madame läuft's. 8 GB Datenvolumen, das hab nicht mal ich. Respekt. Okay. Ich würde es gern fahren hier. Endlich wird grün. Wir haben nur 40 Sekunden. Oben links seht ihr das. Weil die Zeit drängt schon ein bisschen. Ja, sehr gut. Eine normale Fahrkarte. Das hättest du doch per Smartphone-App kaufen können. Ganz ehrlich, warst du gerade an einem Smartphone? Holst du doch im Internet. Och, Jungs. Vielen Dank. Bitteschön. Alle Türen zu. Perfekt. So, wir haben grün. Wir geben mal Attacke und hoffen, da noch rüber zu kommen. Nächster Halt. Fischerweg. Die Chatverbindung ist unterbrochen. Steht bei mir ein Laptop. Okay, das ist nicht so gut. Also wenn ihr was schreibt, liebe Leute... Ich kann es gerade nicht lesen. Was ist da los? Muss ich wieder den Laptop neu starten? Ja, momentan spinnt er. Wir haben hier ein schlechtes WLAN. Und der beendet dann mal gerne die Verbindung. Ich starte den einfach mal neu. Also Chat kann ich ganz kurz nicht lesen. Der hat keine Internetverbindung. Hallo. Können Sie mir eine Fahrkarte verkaufen? Ja, aber sicher kriegen wir das hin. Ich lese das gleich alles nach. Eine Woche Normalkarte. Endlich mal eine Wochenkarte. Sehr schön. Danke, mein Lieber. So, dauert eine Minute, bis ich Chat lesen kann. Fahrkarte, ja, ja, ja. Eine normale 220, bitte. Danke. Passend, das eine ist aber nett. Tag. Oh ja, kein Problem. Frechheit. Absolute Frechheit. Hallo Trainer, ich kann heute nicht zum Training kommen. Ich bin ausgerutscht und es tut etwas weh. Anscheinend wird es schnell verheilen. Das hat auf jeden Fall der Arzt. Nächster Halt. Gut, bis zum nächsten Training. Ost. Tschüss. So, aber jetzt sagt, naja, aber wenn das WLAN weg ist, du kannst ihn neu verbinden. Nee, das geht nicht. Der hat irgendeine Macke. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das ist auch ein alter Laptop. Der hat schon ein paar Tage auf seinem Buckel. Und wie gesagt, wenn der die Konnektivität verliert, man kann sie leider nicht mehr herstellen. Habe ich schon zigmal versucht und als technisch visiert würde ich mich schon bezeichnen. Oder es wäre halt viel zu aufwendig. Ich müsste dann die Gerätesteuerung, den deaktivieren, wieder aktivieren. Dann geht das komischerweise. Aber auf sowas, ich keine Lust, da starte ich den neu. Das ist mir ein bisschen einfacher und lieber natürlich. Und dann schon die alte Bildschirm. Ja, ist Haltestelle, da ist ordentlich was los. Da gucken wir mal. Eine normale Fahrkarte, bitte. Eine normale. Das kriegen wir aber hin. 2,20. Natürlich. Das war mir fast klar. Danke. Bitte schön. Einen schönen Tag. Oh, kein weiterer in der Fahrkarte. Das läuft. So, der Desktop ist da. Dann kann ich ja schon mal den Browser öffnen. Dauert natürlich 10 Stunden bei so einem alten Gerät. Aber ey. Hinter uns ein Riesenstau. Schaut mal in den Spiegel. Unglaublich. Nächster
hier jetzt mal ab. Macht der Laptop, er startet nicht. Schade, Ampel ist grün. In dem Fall ist es mal schade, dass die Ampel grün ist. So, die Haltestelle müssen wir auslassen. Auch wenn er wieder nölt, interessiert mich nicht. Ah, hier nölt er nicht, hier kennt er das. Hier haben wir schon mal einen Autohändler. Oder einen Supermarkt oder man weiß es nicht. So, Sekunde. Ich kann hier ganz kurz ins Internet. Zack. Wie auch immer. Geh auf YouTube. Ah, hier ist auch noch eine Haltestelle. Die hätten wir auch noch mitnehmen können. Da haben wir auch ein bisschen was ausgelassen hier auf der Route. Jetzt live steht da. Gehen wir doch da mal rauf. Oh, ich fahre mit einer Hand hier gerade. So, wir gucken mal. Chat. Dies, das, jenes. Er lädt. Wir lassen ihn mal laden. Ich bin jetzt mal auf der ganz normalen YouTube-Seite. Normalerweise bin ich immer aus dem Dings-Center. Keks Bonus an Start. Herzlich willkommen. Oh, Sekunde. Das müssen wir doch. Ich muss in anderen reingehen. Hier habe ich sonst Geräusche. Ich höre mich ja selber. Das ist ja. Boah, nee, komm. Ciao. Da muss ich ins Center ganz kurz mal. Darf ich nicht. Ich liebe diesen Laptop. So, dann gehen wir da ganz kurz rein. Dann kann ich mir den Chat auch besser lesen. Der ist extrem klein, weil es ein Laptop natürlich ist. Und den anderen kann ich den größer machen. So, in Livestream rein. Es geht gleich los, liebe Leute. Es geht gleich los. So. Oh Gott. Er lädt. Ah, hier ist eine Haltestelle. Wir haben auch lange keine Haltestelle mehr gehabt. Ah, okay. Ihr habt euch über den Preis unterhalten von Spiel scheinbar. Und Keksmann freut sich. Er kann den Chat wieder sehen. Also ich lese das gerade mal so ein bisschen nach natürlich. Scheint ja alles geklappt zu haben. Guten Tag. Eine normale Einzelfahrt, bitte. Ja, bitteschön. So, Olaf muss arbeiten. Mach's gut, Olaf. Bye, bye und ciao. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass du da warst. Schau. Am Anfang. Ja, Chris. Also generell Werbung für Seiten, wo man irgendwelche Case kriegt, ist schwierig. Es war schön, dass du da bist, weil die Frage ist natürlich, wie legal sind solche Seiten? Ich weiß es immer nicht. Und ich weiß, jeder schreit jetzt, sie sind legal. Das haben die Leute früher auch zu Crack-Seiten gesagt. Also jetzt nicht Crack zum Rauchen, sondern wo man Spiele-Cracks bekommen hat. Da wurde auch mal gesagt, sind legal. Und dann plötzlich hat es sich anders ausgestellt. Von daher, nee, besser nicht posten. Aber schön, dass du daran gedacht hast, dass man sowas berücksichtigen muss. Finde ich eine super Sache von dir, dass du das nicht einfach raushaust. Boah, nee, ist ganz schön verwinkelt. So, dann geht's hier rum. Sehr schön, optimal. Ich weiß immer nicht, was meinst du mit dem Mio? Meinst du Kätzchen? Soll es Miau heißen? Eine Fahrkarte, bitte. So, eine normale, bitte. Also eine, die legal ist, ist unter den Videos bei mir. Da weiß ich, da gibt es keine Probleme. Da weiß ich, die funktioniert vor allen Dingen auch und ihr bekommt die Sachen dann auch. Vielen Dank. Bitteschön. Vielleicht sollte ich mal 2-3 solcher Seiten verlinken, wo ich weiß, dass die in Ordnung sind. Gibt halt viele auch, die zocken euch ab. Ne? Da zahlt ihr dann Geld und kriegt nichts. Gibt es auch. Nächster Halt. Asichtstraße. Na, sehr schön. Ich weiß nicht, dass du bei diesem Bild gefällt mir angetippt hast. Ich gebe dir nie wieder mein Telefon. Entspann dich, das war ein Versehen.
Es hat sowieso schon tausende Likes. Jetzt halten mich die Leute für einen Stalker. Hä? Du kannst auch ein Like wegnehmen. Wie dumm ist die denn? Bitte hinterlassen Sie im Bus keinen Müll. Vielen Dank. Ja, darum bitte ich ja wohl, dass da kein Müll hinterlassen wird. Eigentlich würden hier jetzt Wahlplakate stehen. Wir sind ja mitten im Bundestagswahlkampf in Deutschland. Ja. Ich glaube, das war gerade ein Blitzer. Kann das sein? So, wir gucken mal. Zwei Fahrkarten. Wenn das Spiel langsam läuft, hat es nicht so, hat man nicht so Zeit. Das stimmt. 4,40 bitte. Vielen Dank. Für die Blumen. Jetzt ist das Spiel, darfst du Crack laden. Naja, da wäre ich vorsichtig, weil der Kopierschutz umgangen wird. Also Cracks laden ist, glaube ich, oder die zu benutzen, ist generell, bin ich der Meinung, trotzdem verboten, weil du ja den Kopierschutz umgehst. Aber das ist eine andere Sache. Wie gesagt, da wird sich schon seit 10 Jahren drüber gestritten. Und der neueste Streitpunkt sind halt diese K-Seiten. Wobei es da viele schwarze Schafe auch gibt, muss man sagen. Aber da muss man echt aufpassen, weil die sitzen meist in Singapur oder China oder was weiß ich nicht was, wo kein Mensch drauf achtet in Impressum. Oder haben ein gefälschtes Impressum und das Geld ist weg. Es gibt so 4-5 Seiten, die sind zuverlässig. Aber wie gesagt, gibt auch wahrscheinlich 80 Seiten, die nicht zuverlässig sind. Aber Crackladen, ich wäre da vorsichtig. Aber heutzutage braucht man das, glaube ich, auch gar nicht mehr. Ich glaube, die Zeiten sind eh vorbei. Das haben die Leute früher gemacht, damit sie die CD nicht immer brauchten. Der eine oder andere hat es natürlich vielleicht für illegale Zwecke benutzt, aber ich würde sagen, die große Masse hat es wahrscheinlich einfach benutzt, um nicht ständig CDs reinschmeißen zu müssen. Ach, war das damals eine schöne wilde Zeit. Stahlhase ist am Start. Herzlich willkommen. Ja, dann schnall dich an. Boah, ich freue mich schon auf den Gelenkbus. Ich hoffe, dass wir den jetzt was leisten können. Das wäre sehr cool. Sascha ist auch am Start. Hi, Alter, was geht? Alter, wie redest du, Sascha? Was ist das für eine Sprache? Das ist ja Schuldeutsch. Selber fährt richtig wild ohne Verluste. Ja, Verluste auf jeden Fall. Zockerköln macht ganz viele Tiere rein. Hauptsache, wir kommen ans Ziel an. Verluste. Was sind schon Verluste?